damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft. So, und wie schon gesagt, in dieser Folge werde ich das Haus ein bisschen verschönern und vergrößern, denn es laggt. Nein, und zwar, das ist ja eigentlich nur so eine kleine Blockhütte, wo alles so ganz nah beieinander ist. Und dann merkt man irgendwann, wenn man viel zu viele Heizen setzt, man hat keinen Platz mehr. Und darum müssen wir heute einen massiven Durchbruch wagen, und zwar hier. Diese zwei Blöcke. Mit genau den wichtigsten Dingen davor. Werden eingerissen. So. Das wird unser Durchgang. Und natürlich, die Kiste wird geleert. Da tue ich erstmal alles rein, was noch so über ist, was gerade nicht gebraucht wird. Aber bald auch die Chest wird gebraucht. So, mehr kann ich auch nicht machen. Wobei, ich bin ja aber auch ein Dödel. Ich kann die Chest ja schon mal aufstellen. So wird wenigstens gleich schon mal alles weggeräumt. Und dann bräuchten wir theoretischerweise das Holz. Theoretischerweise. Wir könnten natürlich auch Birkenholz nehmen, dann wird das einen anderen Kontrast geben. Aber ich glaube, dazu gehe ich erstmal auf meinen wunderschönen Steg nach unten. Und setze mich erstmal ins Boot. Und guck erstmal, für irgendwo in der Nähe, was ich schon mal gesehen habe, Fichtenbäume rumstehen. Außerdem habe ich einen anderen Skin kurz drinne. Der ist nicht so derpy. Der ist ein bisschen besser angezogen. Sieht man aber nicht, weil ich die Rüstung drauf habe. So. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken. Das sind nämlich alles keine Fichten. Und dort hinten habe ich halt eben diesen Berg gesehen. Ich möchte mich ja auch nicht allzu weit von hier entfernen. Oh, hallo Delfin. Denn man möchte auch schließlich sein Haus noch wiederfinden, was man gerade hat. Später ist es eigentlich relativ schnuppe. Aber na gut. Solange es geht, geht's halt. Und da oben ist die Fichte. Und der Delfin, der folgt uns die ganze Zeit. Wunderschön. Wunder. Gut. Probleme. Und Kelp. Probleme und Kelp hier. So. Dann, ich mit dem Eisenschwert, der Spitzhacke. Ja, bau dich ab, genau. So. Yeah. Bergsteigen, ey. Mein schlimmster Feind. Und da ist sie. Die heilige Mutter Fichte. Die einzigste hier oben. Ich sollte eigentlich am besten sogar einen Fichtenzeppling kriegen. Ja, sogar zwei Stück. Zwei Stück reichen. Denn hier ist nämlich keine andere Fichte. Das war die einzigste Fichte überhaupt hier in der ganzen Nähe. 24, naja. Naja. Ja. Was soll man dazu sagen? Außer natürlich ein Lag. Und ich habe da gerade schon wieder... Spiel, kannst du aufhören so zu laggen? Ich würde gerne was zeigen. Was aber nur geht, wenn es nicht laggt. Und zwar, was? Ich sag doch, diese Welt ist irgendwie verflucht. Mit merkwürdigen Strukturen. Die andere mit diesem komischen Meteoritenschimmer. Und jetzt auch irgendwie was anderes. Da rennt auch sogar schon das Schwein weg. Ich habe auf jeden Fall jetzt... Saplings, zwei Stück dürften hoffentlich reichen und das tat weh. Ich habe natürlich nichts. Nichts. Ich bin ja super. Nichts zu essen. Vor allem das Boot ist weggeglitten. Ah, hab's aber gekriegt. So, Delfin, wenn du mitkommen möchtest, kannst du mitkommen. Kelp. Hüt. Machen das die Delfine? Haben die sich hier einen Fisch rausgeangelt? Ja, sehr schön. Ich würde ja eigentlich gerne eine Fishing Rod haben, aber das geht ja leider nicht. Da wir keine Spinnen antreffen. Und wenn wir Spinnen antreffen, dann kommen die gleich mit ihrer ganzen Hut. Sprich, 50 Milliarden Zombies, 20 Skeletten und noch weiteren 30 Spinnen. Von daher ist, ja, Faden zu kriegen eine echte Meisterleistung. So. Ich hoffe, dass wir auf diesem Boden, ja, die können sie ganz normal anpflanzen. Da bin ich gerade noch so drüber gekommen.
Am besten an einem Platz, wo es nicht gerade so ruckelt. Meine Güte, hier sind überall solche Blätterdache und ein schwarzes Schaf. Bringt das auch Unglück, genauso wie eine schwarze Katze? Wer weiß. Ich würde einfach mal sagen, da so einer. Die Bienen sind immer noch nicht zurückgekehrt, keine Ahnung, wo die sind. Und ja, hier ein, wieso nicht? Und dann nutze ich einfach mal die Knochen, die ich von den Skeletten bekommen habe. Um einfach mal ganz viel Bone Meal rauszunehmen. Gehe ich mir so Bone Meal. Und dann. Einfach nach unten gedrückt, sehr schön. Lassen wir den wachsen. Und den wachsen, sehr schön. Der hat viel zu viel gefressen. Aber nun gut. Wir wenigstens Holz. Spielt ihr jetzt endlich mal? Das war meine Spitzhacke. Meine Spitzhacke, genau. Meine Axt. Und das ist das. Das ist der Sonnenuntergang. Schlaf. Ich habe halt eben nur ein Problem. Wenn ein Creeper durchs Loch kommt, machst du einmal Bumm. So, ich hoffe, ich bin jetzt so früh schlafen gegangen, dass hier erstmal keinen Mobs gespawnt sind. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, gib mir Sapling. Willst du mich jetzt verarschen? Keinen Sapling? Ah, doch. Wer ist sie? Da ist auch noch einer. Ich lasse die hier einfach mal. Ich stell die jetzt einfach mal hier hin. Denn. Die kann man ja immer gebrauchen. So. Ich mache mir tatsächlich gleich. Eine Eisen. Axt. Wenn man das Axtrezept mit einer Ho verwechselt. Please help me. Dann auch das Iron genau falsch hinstellt. Beziehungsweise hinlegt. Meine Güte. Es ist warm. Es ist das warme Wetter. Alles, wir können heutzutage alles auf das warme Wetter schieben. Das ist, glaube ich, wohl auch hoffentlich berechtigt. So. Guten Tag, Mr. Zweiter Baum. Wo sind Ihre... Da oben. Den hier schon so weit abgebaut. Nein! Lässt mich nicht an meinen. Ah! Komm! Ja! 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 Klappt! Vorher, glaube ich, nie geklappt in Minecraft. Jetzt klappt's. Immer noch ein Birkensackling. Dann lasse ich mal noch einen Baum wachsen, ne? Ich hoffe, der frisst nicht auch schon. Mit dem letzten! Wunderschön so. Jetzt haben wir hoffentlich erstmal genug Holz. Um den Baum erstmal hier wegzumachen. Geh weg. So. Das ist ein Birkensapling. Weg. Be gone, Birke. Be gone. Das wird jetzt ein. Ich mach das jetzt hier zu einem Fichtenwald. Ob es euch passt oder nee. Bitte was? Ist der andere Baum auch schon gewachsen? Wie schnell wachsen die Dinger? Den habe ich mit Baummehl gemacht und der wächst einfach so vom... Ich stell's nicht in Frage. Ich sag doch, diese Welt ist cursed. So. Na toll, wie mache ich das wegen der blöden Scheibe? Gut. Ja, wo ist denn das Skelett? Schon wieder eins, was da unten ist? Nö, ist mir jetzt egal. Ich stelle hier einfach überall die Saplings hin und hoffe, dass die irgendwann wachsen. Ich sollte mir dann aber auch am besten den Sand nehmen, um wieder neues zu machen. Neues Glas. Denn wir wollen ja auch neues Glas. Ich baue das jetzt noch einmal so um die Ecke. Beziehungsweise so ein bisschen breiter. Und so lang, so damit ein Fenster. Und dann schlagen wir genau hier ein. Machen hier zu. So.
Beautiful. So, dann hier noch ein Fenster. Und hier können wir mal ein Doppelfenster reinmachen. Ich bin gerade wie diese Katze von der Hupe. So, miau. Ah ja. Das war ein guter Jumping Strat. So. Blätter. So, das sind jetzt einfach nur das Holz hier oben. Also es ist genug Holz, definitiv. So, hier kommt dann das Dach schon drauf. Was natürlich nicht so bleiben wird, weil Blatt. Weil Blatt, genau. Weil Blattwich. Weil sonst kommt man sich hier ja vor wie im Hittenbau. Beziehungsweise Blockbau von den Sowjeten. Und das waren... Warte mal. Das waren 64... Das war 64 mal Holz. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass das nur so wenig war. So, noch zwei Gläser übrig. Oh, wir waren ja sogar noch welche drin. Wie wunderschön. Ist hier irgendwas gewachsen? Ja. Auch noch nebenbei um eine Farm kümmern. Nee. Leben ist schwierig. Sehr schwierig. So, jetzt ist die Sache. Kann ich dir überhaupt eine Doppelkiste hinstellen? Ja, genau dort in die Ecke. Dann kann ich auch den Ofen irgendwie dahin klatschen, wobei wir erstmal... Oh Gott. Natürlich. Gib mir diese Tür. Das Bett wird, glaube ich, auch abgebaut. Nee. Schwebendes Bett. So, Ofen kommt natürlich weg. Das ist natürlich auch alles so, da habe ich schon was gemacht. Sup. Sup. Sehr schöner Misplace. Mir geht das Holz aus, tatsächlich. Genau. Genau, mein. Sowieso noch viel zu viel Holz, ey. Für den Rest, den ich geplant... Ich weiß, dass ich nicht schlafen kann. Ich wollte doch überhaupt gar nicht aufs Bett klicken. Aber danke, Spiel, dass du mir noch mal drauf hinweist, dass ich das nicht machen kann. Das finde ich wirklich sehr nett. Und sage, danke. Ich stelle das Bett einfach jetzt mal um. Hat er gedacht und hat es nicht zu Ende gedacht. Oder, wobei doch, es bleibt, glaube ich, am besten so stehen. Ja, dann muss ich jetzt erstmal den Rest abcutten. So, nach 2 Minuten Baum umhacken, sehe ich gerade, ich habe immer noch Spruce Blanks hier drin, meine Güte. Und jetzt wollte ich mich eigentlich mal ums Dach kümmern. Ich muss nur die Bäume nutzen. Außerdem habe ich ganz kurz ein paar Saplings in die Kiste getan, um genau zu sein, 3 Stück. Jetzt kommen nochmal 2. Damit ich mir auch jederzeit wieder welche pflanzen kann. Und danach muss ich einfach ein paar Skelette abfarmen und dann sagen, what's up, Bro? Und einfach zu schlagen und dann die Knochen nehmen, wenn sie welche droppen. Ja, wie auch sei. Ich brauche jetzt erstmal. Ja, ich mache erstmal 12. Das wird zwar längst nicht ausreichen, aber nun gut. Ich muss mich jetzt erstmal wie Tarzan von Baum zu Baum schwingen. Oh, ein Stock. Freier Stock. So, ich bin der Master of the Sprung. Ja. Ja. Es nützt mir eigentlich gar nichts, hier oben so stehen. Weil doch, So, ich mach das nur. Ich mach das nur einmal misplacen. Zweimal misplacen. Dreimal misplacen, noch beautifuler. So, jetzt. Und runterfallen. Das war meine Intention. Intention. Das mal drumherum gebaut.
gut, doch nicht. Nein. Genau die Ecke getroffen. Das hätte jetzt böse ausgehen können. Für meine Pflanzen. Ich hätte die wahrscheinlich einfach eiskalt aus Versehen gekillt. So, dieses Mal mache ich mir aber ein bisschen mehr, um genau zu sein, 16. Na bitte, das klappt doch. Außerdem werde ich die Bäume einfach einarbeiten, weil dann brauche ich halt eben weniger Treppen. Aber die Blätter mache ich trotzdem weg. Das ist das Einzige, was nervt. So. So, jetzt. Bup, bup, bup. Mal sehen, ob es passt. Ich glaube, es passt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es passt. Und es wird schon wieder dunkel. Blätter weg. So, dann brauche ich nur noch mal. Ich muss gucken. Jetzt komme ich nämlich gegen's. Ne, wobei, ich brauche ja danach noch ein paar. Das reicht genau meine hier unten nicht. Zum Glück baue ich noch mal ein bisschen weiter hoch. Und. Oh Gott. Nee, na. Nee, ach komm. Ich habe genau eine Plank zu wenig, um mir nochmal Treppen zu machen. Sehr schön. So, erstmal schlafen, denn wir wollen ja nicht im Dunkeln arbeiten, weil dann kommen die ganzen Beaches und sagen, hallo? Oh. Okay, ich sammle hier einmal alles auf. Ich hoffe, nein, nicht darunter fallen. Yeah. Aber darüber springen ist okay. Ich hoffe, dass die wirklich auch noch irgendwann wachsen. Wäre blöde, wenn er nicht einfach hier irgendwie in relativ freie Stellen, wo die hoffentlich ein bisschen wachsen können. Ich hoffe mal, dass es dann auch passiert. Ich einfach 5 Jahre lang warte. Da ist noch einer. Egal, genau. So. Es sieht schon mal viel besser aus. Wir könnten das theoretisch. Ich räume das einfach mal weg. Wir könnten das theoretischerweise eigentlich auch so lassen. Denn das sieht schon nach einem viel besseren Haus aus. Und weil ich sowieso keine weiteren Stufen gerade machen kann und noch 5 Jahre warten muss, bis ich wieder welche machen kann. Und wieso räume ich die Sachen eigentlich noch da rein? Ich muss die Kisten. Ernsthaft? Willst du mir jetzt? Geb. Nein, ja. So, gib mir erstmal das. Und dann machen wir erstmal das. Nein, Steak bleibt bei mir. Der Rest geht aber so weiter rein. Na, Torches bleiben auch hier. So, jetzt ganz schnell vorrennen, weil sonst gleich alles despawnt. Spaß, dauert 5 Minuten. So, dann rein damit. Ich habe vor allem 12-mal Lapis. Und kann nichts damit anfangen. Und hier ist immer noch Platz. Ich habe immer noch Sachen dabei, die ich nicht gebrauchen kann. So, und jetzt ist hier immer noch Platz. Ich weiß nicht, was ich hier hinstellen soll. Am besten gar nichts. Denn wenn ich mal so nachgucke. Ist da nichts, was ich da irgendwie hinstellen bräuchte, was in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt. Von daher, ja. Wunderschön. Wunderschön, ja. Das war jetzt nur der Hausausbau. Der hat jetzt schon 20 Minuten gedauert. Aber der sieht auf jeden Fall nach einem schönen Haus aus, was man hier stehen lassen kann. Hoffentlich wachsen die Bäume noch. Oh, mein schönes Weed. Ich habe ja kein Bone Meal mehr, Stepp. Und das klang gerade sehr komisch, mein schönes Weed. Aber es stimmt. Ist auf Englisch, ne? Ich lüge ja nicht, wenn ich sage, es ist mein Weed. Stimmt ja alles so. Ich glaube, ich habe zwar gesagt, ich will hier nie wieder runter, aber Meinungen ändern sich und ich möchte gerne ein paar Skelette bekriegen. Und da ist schon das erste. Sehr schön.
Das müssen wir jetzt. Ach du Heilige. Lass mich gehen. Ach du Heilige, sie haben Kinder gezeugt. Sie haben Kinder gezeugt. Nein. Nein. Nein, sie haben. Sie haben Kinder gezeugt. Also, kurze Frage. Genau, komm her, sei dumm. Genau, stepp weg. Aber wer ist dann hier, bitteschön, euer... Wer ist dann hier der Vater und wer ist die Mutter? Keine Ahnung. Ist auch egal, ich hab einen Bone. Bei einem Bone bringt nicht viel. Aber... Nein! Oh, mach das zu. Ich hab noch Pfeile. 13. Ey, Creep. Creeper, Creep, Creep, Creep. It's my revenge. Okay, doch nicht. Ich sollte diese am besten immer offen lassen. Hey, Creeper, genau. Hat meine Treppe kaputt gemacht. Man, this isn't nice. So. Skelette irgendwie. Nee. Und gut, jetzt haben wir eine neue Treppe. Hier kann ich aber trotzdem wieder normal absperren. Zumindest auf. Ja, hier kommt kein Mob drüber. Weil Mobs sind nicht so schlau. Und darum ja. Ich höre welche. Kann ich vielleicht. Ach komm! Ach. Ach, ihr wollt nicht. Gut. Freunde. Freunde der guten Laune. Wie gehen wir da jetzt vor, ne? Höre die Spinnen. Um ganz ehrlich zu sein, ich mag dieses Geräusch nicht. So, was ich nur wirklich brauche, ist meine Pfeile. Denn davon habe ich gefühlt gar keine mehr. Oh, hallo Fledermaus. Nur das. Sorry Fledermaus, und du hast mich gerade übrigens erschreckt. Also. Das ist eine schöne Falle für Mobs, tatsächlich. Du no-scopst mich nicht, ich no-scope dich, Bruder. Oh. Meine Güte. Nein. Ernsthaft. Dein Scheißens. Ja, komm her. Ich habe keine Pfeile mehr. Ach du Heilige, ich habe keine Pfeile mehr. Das Gute ist, jetzt muss ich zumachen. So, jetzt können die Mobs nicht mehr hoch. Uiuiui. Au. Das sowieso nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal hier oben lang. Ach ja, hier war ja nichts, oder? Doch. Da war jemand. Aber den Weg kann ich auch von. Hier bestreiten, glaube ich. Oh ja. Genau, ihr habt dich selber in die Luft, Kamikaze. Fürs Nichts.
Danke, dass du gestorben bist. Ich hab einen Pilz. Pilz nützt mir aber nicht sonderlich viel. Und ich finde gerade. Gut. Sehr spinnen. Gib mir einfach nur Faden. Danke. Die sind unter mir, die Dinger. Komm von deinem High Ground runter. Ah, egal. So viel habe ich jetzt. 4! 4, die haben jeweils 2 gedroppt. Habe ich sogar noch Fackeln, ne? So. Hier hängst du fest. Mit einem Freund. Das ist eine Party. Wieso war ich nicht eingeladen? Ach ja, stimmt. Ihr seid ja nicht auf meinem Level. Fledermaus. Schlaf. Sehr ruhig. Ertränk dich nicht. Die Mobs sollen schön weiter da reinlaufen. Wobei, ging sie eigentlich doch irgendwo hin? Nee, ne? Das? Nee, ging hier nicht mehr lang. Stimmt hier. Ja, man müsste ich mal gucken, wo geht's denn hier noch lang? Also ich könnte ja dann irgendwann noch mal sterben. Es geht noch nach unten. Ist es? Hab ich das noch nie erkundet? Nee, sonst wäre das Eisen da ganz sicher. Nicht. Hallo. Der wünscht sich einfach bei mir zu sein. Kann's aber nicht, weil er das Wasser hinauf will. So. Hi. Du stehst genau am Ende. Versuchst zu mir gekommen, aber kriegst es nicht hin. Gut. Dann beenden wir das jetzt. Ernsthaft. Was? Was zur Hölle ist da? Was hat sich dafür ein Bruder hingesetzt? Nein! Wow, ey! Komm doch nochmal einen Schritt näher! Komm! Die gehen den Pfeil aber auch mal nie raus, ne? Gut, Initiative! Initiative ist geglückt. Sehr schön. Mission accomplished, Boys. Ah, diese Pfeile. Machen immer noch Schaden. Das nervt so doll. Ich muss immer ein Steak essen. So, ich hab doch, ja, hier ist es doch. Eisen. Hab ich eigentlich eine Eisenspitzhacke mit? Nein. Ich bin doch dumm. So, aber jetzt gib mir erstmal so Eisen. So. Boah, Husten, wieso das? Hier ist Ende im Gelände. Aber Eisen, so lange meine Spitzhacke noch hält, ist ja alles gut. Aber erstmal gib mir so Eisen. Noch ein Eisen. Sonst noch Eisen? Nee, kein Eisen mehr, Menno. Es ist schade. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass es keinen Sinn mehr hat, hier hinzugehen. Und darum kommen Mobs, glaube ich, auch nicht durchs Wasser, weil sie können nicht so springen und dadurch so schnell vorankommen. So. Kurz im Auge gerieben. Keine Ahnung mehr, wo es weiterging. Ach ja. Dort oben. Einfach nur so Eisen. So, bevor ich jetzt irgendwas weitermache. Hier geht's weiter. Solange aber keine Mobs da sind, ist alles okay. Aber erstmal schön Eisen. Ist das nicht schön? So viel Eisen immer. Bisschen hoch. Da komme ich besser ans Eisen. Ich fühle mich gerade zutiefst beschämt,
dass ich nicht drauf geachtet habe, wie viel Haltbarkeit mein Eisen hat, genau. Wie viel Haltbarkeit meine Spitzhacke hatte. Gut, ich werde mir das hier merken. Ich werde das hier stehen lassen, alles. Werde jetzt gekonnt hochspringen. Werde meiner Spur aus Fackeln folgen, die mich hier rüber führen. Ein letztes Hindernis. Nein! Doch. Mit ihm war es ein Ja. Wieso? Es ist vor allen Dingen Nacht. Geh weg. Weg. Wir beenden. Weg. Ach, moin. Ich habe schon gerade zwei von deinen Freunden erledigt. Und von euch sowieso schon. Es sind bestimmt schon hunderte von denen gestorben. Nur alleine, weil sie zu... Na! Was? Im Haus! Ist das euer Ernst? Okay, dann ganz schnell alles ausleuchten. Das habe ich ja noch nie gehabt, ey. So. Zum Glück ist alles schon hier drinne. Mein Haus ist belagert. Solange kein Zombie hier, kein Creeper hier ist. Mein Haus ist belagert. Wunderschön, ich kann dann erstmal Sachen ein. Zumindest bin ich hier halbwegs sicher. Halbwegs. Guckt euch mal an, wie viel Rotten Flash ich schon habe. Das ist unnormal. Okay, eigentlich nicht so unnormal, wie man jetzt denken möge. Aber schon nicht gerade das Normalste auf der Welt. So, erste Sache. Habe ich hier nicht sogar irgendwie eine Spitzhacke? Und wieso zur Hölle? So, jetzt. Ich dachte, ich hätte mir doch schon eine gecraftet. Nein, habe ich doch noch nicht. Ich hatte es wahrscheinlich vor. Aber das war einfach eine Stein. Ich mach das lieber nicht. Aber das war wirklich ungewöhnlich. Ja, einfach mal so ganz chillig war hier eine Spinne. Es ist einfach wirklich nicht normal, dieses Spiel. Na. Jetzt. Nee, das sieht genauso aus. Gut. Muss ich halt eben schon wieder nachgucken, weil ich schon wieder so dumm bin. Gut, ich hatte ungefähr das genau gleiche im Kopf. Nur, ich brauche drei Springs. String nur. Nur zwei. Aber dafür... Sticks. Sticky Sticks. Zum Glück brauche ich keinen Fichtenholz. So, da wir es jetzt haben. Wir wissen, dass das nicht das richtige Rezept ist, sondern das hier. Habe ich jetzt endlich mal eine Fishing Rod. Das bedeutet, so gut wie unendliche Supplies. Und wieso habe ich das Steak... Wieso habe ich meine Torch und das Steak da reingeräumt, ey? Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Kohle nachfüllen. Schon wieder 11 Iron fertig. Ich kann immer noch nicht resten. Ich krieg immer noch keinen Rest. Ich kann hier zum Glück immer so beniedrigt rausgucken. Hallo? Okay. Ach ja. Drei Pfeile bloß. Ich bräuchte Federn. Aber nun gut. Hallo? Zum Glück sind die so dumm und können hier nicht reingucken. Kann ich jetzt? Nein. Der hat mich nicht gesehen. Ich glaube, sonst würde der die Tür abbauen. Ich will den auch nicht. Ja, komm rein. Ja, jetzt call er mich nicht, ey. Ich hab dich schon eingeladen, aber sie sind anscheinend nicht sonderlich in Hausbesuche interessiert. Das sind manchmal sehr komische Gäste, die ich hier habe. Lässt man sie rein und dann... Ja, wollen sie einen töten, ne? Wir können auch eine Runde Cluedo spielen. Auf dem Brett.
Wir müssen das nicht in echt nachstellen. Kann ich jetzt? Nein. Oh, mein Weed ist fertig. Sehr schön. Wie wunderschön, dass mein Charakter eine Uhr hat. Zumindest habe ich die dran gemacht. Aber leider können wir nicht gucken, wie spät wir es haben. So, Tag. Ja. Schmort in der Hölle. Oh Gott. Schmort in der Hölle. Ihr kleinen, miesen Ratten. Nein, mach die Tür zu. Schritzchen zu hoch gegangen. Schmort mir alle in der Hölle. Kommt nie wieder. Ich bin froh, dass ich das Haus so ausgebaut hatte. So konnte ich wenigstens vom Zombie abhängen. Abhängen, genau. Abhauen. Hallo? Wie lange dauert das noch, bis ihr... Könnt ihr jetzt endlich mal... Vergiss es. Ich hatte einen von euch hier drinnen. Der wollte mich umbringen. Und Cluedo im echten Leben spielen. Hau ab. So, jetzt ist die Frage. Was zur Hölle da draußen noch rumrennt. Ein paar Zombies. Ja. Mach die Tür zu! Nicht zwei auf einmal. Geht weg. Schmort in der Hölle. Schmort im ewigen Fegefeuer. So. Hoffentlich endlich mal ein bisschen Ruhe. Kaum sagt man es schon, wird man angeschossen. Digga! Wie schnell rennt der Bube? Hat Nitro gezündet, ey. Wie schnell der um die Kurve kam, so richtig. So. Ich kann jetzt hoffentlich erstmal mein Weed holen und neu anpflanzen. So. Und dann mache ich den letzten Akt dieses Tages. Zwar eine Runde Angel gehen. Am Steg. Ist das eine Fledermaus? Wieso ist hier draußen eine Fledermaus? Ah, guck mal, da ist doch schon ein Viech. Kommt her an die Leine. Ich finde es immer noch so schön, dass man direkt die Fische sieht, aber dass nicht die Tiere sind, die anbeißen. So, wann kommt denn einer? Nee, den gucke ich ganz sicher nicht an. Kannst du vergessen. Ich mache den Kampf nicht nochmal. Kein Fisch hat Bock, irgendwie anzubeißen. Ein Pufferfisch. Das ist wohl unnützigste Tier von allen. Das kann man nicht essen, dann vergiftet man und all. Was lohnt sich das? Ich brauche keinen Pufferfisch. Ich brauche richtigen Fisch. Ich brauche Lachs und all das. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon schon gehauen. Da hinten läuft immer noch so jemand rum, der zieht einen Schweif hinter sich her. Ich weiß nicht, ob das Schweif ist oder einfach nur ein komischer Schweif. Na bitte, Stormen. Sehr schön. Ui. Ich glaube, da hat jemand gerade seinen Seelenverwandten gefunden und der freut sich mehr als irgendeiner. Wie viele Pufferfische denn noch? Ist jetzt schon der zweite, der mir an der Hand kommt. Fledermaus hier über mir. Ich frag mich immer noch, was eine Fledermaus hier draußen macht. Gut, es war dunkel, aber... Wollt ihr die nicht so langsam wieder zurück in die Höhlen? Ich habe keine Ahnung, wo der andere Herrin ist. Meine Güte, also irgendwie... Weiß nicht, was es nächstes, aber okay. So, jetzt haben wir nochmal einen Kott. Zwar wir noch einmal was. Ja, ist ja gut. Ist der irgendwie, ich glaube, der hat ein bisschen zu viel grünes Zeug in sich. Und zwar das hier. Das ist die neue Droge für Fische. Zumindest sieht so aus. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel so. Yay. Wenigstens ein paar Fische. Zwei davon Pufferfische. Was soll das?
Wieso ist mein Farmland da kaputt? Hä? Sagst du, diese Welt ist cursed, man? Meine Güte, ist diese Welt cursed. Jetzt kann ich mir die und die rausnehmen. So viel Holzmaterial hier. Jetzt wieder da draufklicken. Das pflanzen. Und warten, dass das erstmal wieder mit Wasser versorgt ist. Mir die Tür selbst vor die Nase zu nehmen. Es ist komisch. Es ist einfach nur weird. Es geht auch schon einfach so das Farmland kaputt. Oh. Oh, sie sind gewachsen. Yes. Sie sind gewachsen, sehr schön. Aber ich würde trotzdem mal sagen, ich esse jetzt noch mal ganz kurz ein Steak. Ich weiß, dass ich nicht schlafen kann, wenn das Bett zu weit weg ist. Okay, egal. Ich würde dann sagen, das war's mit dieser Folge von Minecraft. Diesmal wieder total cursed. Aber nun gut. Wir sind wieder ein bisschen weitergekommen, haben das Haus tatsächlich weitergebaut. Es sieht jetzt viel angenehmer aus. Es hat einen schönen Knick drin. Es ist ein bisschen mehr Platz. Und es ist ein Skelett drin gespawnt. Gespawnt. Nein, gespawnt. Wer wagt es, mich zu unterbrechen? Gut. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Haus. Jetzt haben wir das gebaut. Jetzt ist es schön knickig. Es ist ein Knickknack. Naja, wie auch immer. Hier ist noch 22 Eisen drin. Ich hab das total vergessen. Und ich habe jetzt 53 wieder. Sehr schön. Aber ich würde dann auf jeden Fall sagen, das war's mit dieser Folge von Minecraft. Haus weitergebaut. Ein bisschen in der Höhle rum. Und weiterhin Cursed-Sachen gesehen. Diese Welt ist nicht normal. Wie schon gesagt. Ja, wie auch immer. Das war's dann jetzt mit dieser Folge. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Und bis dann. Habt noch eine gute Zeit, ja. Jetzt sage ich doppelt hintereinander, weil ich den Satz nicht sprechen kann, weil ich kein Deutsch wie easy gut Deutsch. Ja? Okay, aber bis dann. Wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss.